Okay, ich will in dem Video mal zeigen, wie weit man mit den Mathe-Sachen in HTML darstellen kommt. Ich hatte es in einem vorigen Video schon mal gezeigt. Es geht darum, wenn ich kein Latex benutzen will, aber trotzdem irgendwelche Brüche oder sowas darstellen will. Also Sachen, für mich zumindest, die ich öfters mal brauche. Einfach Brüche darstellen oder Vektoren oder Matrizen. Und im Grunde will ich das auch zeigen. Hier habe ich einfach mal, ich sage mal, einen Bruch dargestellt, damit das ein bisschen brüchiger aussieht für mathematische Sinne. Ist das hier. Der hat einfach nur Klammern drumherum. Und wenn ich daraus einen Vektor machen will, dann kann ich mir das HTML mal kurz dazu angucken. Und dann sehen wir hier, dass an einer bestimmten Stelle ein Border Bottom Solid und ein Border Width von 1 Pixeln dasteht. Und ich entschuldige meine englische Aussprache. Und wenn wir das einfach löschen, dann fällt dieser Strich weg und das sieht wie ein wunderschöner Vektor aus. Und wenn ich diesen Vektor noch erweitern will um ein weiteres Element, also zum Beispiel ein Vektor im R3 kommt ja oft vor, dann muss ich einfach dazu eine neue Zeile in der Tabelle anlegen. Und wer ein bisschen HTML kann, ich mache das mal hier jetzt, das ist zum Beispiel eine Zeile, das ist die Zeile mit der 5, die man hier sieht. Und ich will jetzt einfach einen neuen Vektor. Dann füge ich einfach eine zweite Zeile ein. Eine neue Zeile ein. Und sage ihm, das ist jetzt zum Beispiel 6. Kann ich dann auch nachher noch verändern. Und das sieht natürlich jetzt grausam aus. Dann habe ich nicht aufgepasst. Hintergrund ist der, dass ich habe auf der linken Seite und auf der rechten Seite noch die Klammern. Und das passt jetzt nicht. Die Klammern sind zwei Zeilen hoch. Und jetzt kommt aber darunter nochmal eine dritte Zeile und das sieht dann ganz komisch aus. Und um mal zu zeigen, was gerade tatsächlich passiert ist, können wir den Rahmen mal sichtbar machen. Und so sieht die Tabelle momentan aus. Aber ich will ja jetzt die 6 da unter die 5 kriegen. Und ich meine, es wird ein bisschen HTML-Tutorial gerade, aber dann kann man hier einfach, dann setzt man hier den Row-Span auf 3 und dann gehen die Klammern nämlich bis unten hin. Und jetzt können wir die Border mal wieder wegmachen. Was man hier jetzt leider sieht, ist, oder was man hier jetzt schön sieht, aber das ist schade, da die Klammern einfach nur riesig große Klammern sind, reichen die jetzt nicht mehr für alles. Also da muss man ein paar Abzüge machen. Da könnte ich jetzt nochmal, hier weiß nicht, hier auf 48 oder was habe ich das nochmal dann stehen. Wenn man die jetzt auf 48 ändert, dann werden die ein bisschen größer, aber es sieht immer noch nicht perfekt aus. Also. Da muss man einfach Abstriche machen. Okay, hat auch nicht funktioniert. Gut, was kann man noch machen? Ganz einfach auch Matrizen. Ein Vektor mit drei Zahlen hatte ich sogar in meinen Templates drin. Und eine Tabelle mit drei Spalten gibt es auch. Und eine Matrix. Dann machen wir das mal hier so, eine Matrix. So. Und das sieht dann eigentlich auch ganz normal wie eine Matrix aus. Ich könnte jetzt hier noch irgendwelche Zahlen reinschreiben. 1, 2, 3, 4. Und wobei diese Matrix hat jetzt, glaube ich, wenn wir uns das nochmal angucken, genau. Es ist im Grunde genau wie der Vektor, den ich eben gezeigt habe, nur dass hier ein paar Leerzeichen dazwischen sind. So, also wenn ich die Leerzeichen wegnehme, dann sind die einfach da. Aber wie gesagt, es ist einfach eine normale Matrix, die auch so aussieht. Wie weit man gehen kann, ich hatte das auch noch, auch das auch schon in einem vorherigen Video gezeigt, das ist mein bisheriges höchstes Konstrukt, hat mich auch einige Zeit gekostet. Das wäre wahrscheinlich mit Latex wesentlich einfacher gewesen. Das sieht so aus. Und wenn wir uns das jetzt am besten als einfachstes mal mit der Border angucken, dann so sieht die Tabelle eigentlich aus. Das sind hier ist ein Feld, hier ist ein Feld, dann ist hier ein Feld, was über zwei Zeilen geht. Wieder zwei Zeilen, oben, unten, wieder zwei Zeilen und wieder zwei Zeilen. Und was hat er da gemacht? Weiß ich nicht. So. Also, das hat mich ein bisschen Zeit gekostet, kann man aber machen. Und das ist bisher eigentlich alles, wofür ich es gebraucht habe. Also mit dem Hochzahlen und Niedrigzahlen, also jetzt zum Beispiel hier sowas wie EI, also das funktioniert alles noch ganz gut hier, kann man alles von Anki noch weiterhin benutzen. Da sind einem keine Grenzen mehr gesetzt.